Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es schon, da steht es groß und in Gelb, der Herr der Ringe Online. Manche von euch kennen es vielleicht, manche haben auch hier viel auf YouTube danach gesucht. Wer weiß, wenn ja, herzlich willkommen auch an euch. Ja, ein Spiel, ein sehr schönes kleines Spiel, wie ich finde. Nicht so bekannt, nicht so groß wie andere MMOs. Schon recht alt, ja. Gerade mal ein Jahr jünger als WoW. Also wirklich ein richtiger Veteran. Ich habe es gespielt, da war es glaube ich zwei oder drei Jahre alt. Ich glaube zwei. Ja, bin also schon recht früh dabei gewesen. Früher wäre mir fast nicht möglich gewesen, denn das war sozusagen mein erstes richtiges Computerspiel, das ich gespielt habe. Auf meinem eigenen Rechner. Davor ging da nichts. Da habe ich ab und zu bei Freunden gespielt, auf Konsole. Oder was es da so gab, Nintendo 64, ne? Das ist schon eine richtig lange Weile her, weswegen mir das Spiel auch wirklich am Herzen liegt und ich euch das gerne zeigen möchte. Ihr seht's auch hier, ich habe eine Menge Charaktere erstellt. Zugegeben, keinen einzigen auf Maximum. Mein Hobbitjäger hier ist der höchste, 104, das ist eine Stufe vor Max-Level. Ich hab's in letzter Zeit wirklich nicht mehr sehr oft gespielt und auch nicht mehr sehr ernsthaft. Deswegen würde ich sagen, gehen wir das mal an. Gucken wieder ein bisschen rein, was alles so ist, was alles so neu ist. Es ist eine Weile, dass ich mir einen neuen Charakter erstellt habe. Ja, bevor wir hier jetzt noch länger quatschen. Ja, und wir kriegen hier auch gleich den Berninger vorgeschlagen. Überraschung, Überraschung. Es ist die neue Klasse und zugleich auch Rasse. Ihr werdet ihn vielleicht kennen, wenn ihr den Hobbit gelesen oder gesehen habt. Ja, Bern, der Berninger, hat da einen kurzen Auftritt in beiden. Ja, eine weibliche Berninger. Auch hier, genau wie in meinem ersten MMO-Projekt, werde ich eine weibliche Charaktere spielen. Ganz einfach, weil ich in Lothro bisher auch nur eine andere weibliche habe und ich da so langsam einen kleinen Ausgleich schaffen möchte. Ich meine, ist ja unfair. Alles nur Männer hier. Geht doch nicht. Brauchen wir auch mal etwas weibliche Unterstützung? Ja. Wir sehen ja, es gibt einige Rassen mehr als ein Berninger. Natürlich die Elben, die Hobbits, die Zwerge und die Menschen. Alles ganz Lothro-like. Lord of the Rings, ne? Okay, das O gehört nicht dazu. Aber alles sehr schön gehalten in diesem Universum, was Tolkien so wirklich leidenschaftlich geschaffen hat. Und dazu auch gleich gesagt, man muss dieses Universum mögen, um das Spiel zu mögen. Es ist ein wenig altbacken. Die Grafik ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Es ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Ja, aber ich finde es dennoch wirklich sehr detailliert, sehr schön gemacht. Die alten wie auch die neuen Gebiete. So, und da wir gerade hier so praktisch auf dem richtigen Charakter und dem richtigen Geschlecht sind, ich weiß gar nicht, ob ich euch das Fällchen vorspielen soll. Es ist ziemlich creepy, aber ich werde es, denke ich, doch machen. Dann müssen wir den Text nicht lesen, das ist doch auch was. Die Männer und Frauen aus dem Geschlecht Beorns verfügen über die Fähigkeit, die Gestalt mächtiger, furchterregender Bären anzunehmen. Je zorniger sie werden, desto stärker und vielfältiger sind ihre Fähigkeiten in der Bärengestalt. Die Beorninger können Schaden austeilen, die Angriffe eines Feindes kontern oder eine Gefährtengruppe von Abenteurern unterstützen. Ja, schön. Und da hier Klasse und Rasse praktisch dasselbe ist, spare ich euch das Filmchen von der Klasse. Das hat man sich nämlich einfach gespart und nochmal dasselbe Filmchen reingemacht. Also gehen wir einfach weiter. Ja, und es ist wirklich grafisch nicht mehr das Hop to the Top.
Aber das seid ihr auf meinem Kanal hier gewöhnt. Auch Oblivion ist es nicht mehr. Obwohl das hier noch um einiges schlimmer ist. Aber mir gefällt es immer noch zu spielen. Ich finde es immer noch sehr, sehr, ja, doch recht angenehm zu spielen. So, hier eine. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier etwas Ansprechendes erstellen können. Ah, der eine da hat mir gefragt. Hier, der ist doch okay. Das ist so allgemein der Kopf. Dann gucken wir mal nach der Frisur. Oh, da kann man sperren. Sehr schön. Ich hatte schon mal ein bisschen reingeguckt in die Charaktererstellung. Ich finde, eine Kurzhaarfrisur würde ganz gut passen. Ich weiß es nicht, ist es die oder die? Wir gucken mal noch weiter. Nee, das dann doch nicht. Obwohl es zu so einer Bärninger ja eigentlich gar nicht so schlecht passen würde. Aber, nee. Ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Ich glaube, wir bleiben da. Oh, das ist allerdings auch nicht schlecht. Schade, dass es da so ein wenig reinglitscht. Aber ich muss mal gucken. Entweder das oder vielleicht, wie gesagt, eine Kurzhaarfrisur. Ah, hier haben wir auch noch was. Ah, ja. Dann natürlich noch in einer anderen Farbe. So in diesem Blond gefällt es mir gar nicht. Ah, Glatze dann doch nicht. Okay, wir hatten hier zwei Kurzhaarfrisuren. Hm. Da müsste gleich noch eine kommen. Oder wir nehmen die ganz am Schluss. Ich muss jetzt sagen, ich tendiere zu der ganz am Schluss. Ich muss das noch ein bisschen mit der Farbe angucken. Sieht ein bisschen strähnig aus, oder? Täusche ich mich da? Oh, jetzt bin ich, glaube ich, in die Fach. Doch, hier. Gut, gut. Vielleicht wird es mit der Haarfarbe ein bisschen besser. Da hatte ich an eher etwas Dunkles gedacht. Ach doch, warum nicht? Wir gucken mal. Wenn es mir dann am Ende nicht gefällt, werden wir die Frisur nochmal ändern. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Oh, das passt aber gut. So passt das eigentlich ganz gut. Da können wir die Augen mal sperren. Augenbrauen. Ein paar Optionen gibt es ja doch, aber insgesamt dürfte es wesentlich länger, weniger länger dauern als bei Guild Wars und bei Oblivion. Ich hoffe, dass wir in der Folge schon ein bisschen was von der Welt sehen. Ich bin selber ein bisschen neugierig, wie die Grafik jetzt so wirkt. Ja, nachdem ich eine Weile lang nicht mehr gespielt habe. Ein bisschen was Dichteres hat es nicht. Ja, das gefällt mir auch nicht so richtig. Dann doch vielleicht das hier. Augenfarbe muss auch noch anders. Die Haarfarbe können wir mal so lassen. Augenfarbe. Na, gelb ist nicht so meins. Ein dunkles Grün vielleicht? Hm, ja. Die Nase könnte auch noch ein bisschen weniger werden. Ich glaube, geht das überhaupt? Na, zur Not haben wir eben eine etwas größere Nase. Das ist jetzt auch vertretbar. So, wir gehen weiter zum Mund. Alles nicht ganz so auswahlfreudig wie bei anderen Spielen. Aber wie gesagt, ein schon etwas betagtes MMO. Nicht mehr so regelmäßig gewartet. Oh, doch, da hat sie etwas Farbe in den Lippen. Vielleicht etwas viel Farbe. Nee, das passt schon. Ich glaube, ich muss einfach hier die Details noch ein wenig ändern. Dann gucken wir mal. Ach, das ist der erste Mund. Okay. Hätten wir es also auch gleich so lassen können, aber es gefällt mir jetzt, glaube ich, wirklich am besten. So, gucken wir mal, was wir hier für Details haben. Gesichtstattoos haben diese Bärninger also allesamt. Oder die meisten. Oh. Das sieht doch irgendwie noch ganz akzeptabel aus, aber wir sehen mal weiter. Ah, das war's dann auch. Ich würde sagen, dann tendiere ich zu dem, oder das hier ist auch ganz etwas. Ich möchte schon gerne etwas haben. Es scheint eine wirkliche Charaktereigenheit dieser Bärninger zu sein. Da möchte ich das schon gerne haben.
Wir gucken uns mal noch die Farben an, die wir wählen können. Sieht etwas sehr nach, ich habe mir nach dem Klo ins Gesicht gegriffen aus. Aber so bläulich. Wie ein Highlander. Ja. Ja, doch. Aber ich glaube, ich gucke mir doch noch mal kurz die Details an, die anderen an. Wie das dann aussieht. Oh, das sieht doch Highlander-like aus, ne? Ich glaube, ich behalte das hier. Können wir auch sperren. Dann hier, das sind, glaube ich, Narben und dergleichen, ne? Soll sie eine kleine Narbe haben, unsere Dame? Meine, sie ist ja eine wehrhafte, ohne Zweifel. Die Besonderheit des Berningers, ihr habt es ja gesehen, kann sich in einen Bären verwandeln. Ah, da hätte es auch Altersflecken. Ist jetzt nicht so wirklich was dabei, was ich haben möchte. Ich glaube, wir lassen ihre Haut unversehrt und jung. Ich weiß gar nicht, wie Berninger altern. Da könnt ihr mir ein wenig unter die Arme greifen, wenn ihr übers Lore mehr wisst als ich. Das ist nämlich schnell mal möglich. Ja, gerade die Berninger, da habe ich keine Ahnung darüber. Spreche ich es überhaupt richtig aus? Berninger. Ja, es müsste ja eigentlich so ausgesprochen sein. Laut dem Wort, dem Buchstaben, der Buchstabenfolge. So, Augenfarbe ist auch okay. Hautfarbe haben wir noch gar nicht angeguckt. Bisschen dunkler. Bisschen sehr dunkler. Ach, ich weiß nicht. Ich bin dann da doch eher für einen helleren Hautton. Oder zumindest einen etwas helleren. Jetzt sind wir etwa wieder wie davor. Vielleicht etwas dunkler. Aber ich denke, das passt schon so. So, Detailfarbe haben wir auch schon ausgesucht. Die Frisur wollten wir nochmal angucken, ne? Aber ich denke, das passt schon so. Wir werden wahrscheinlich eh relativ bald Helme tragen. Und so weiter. Kapuzenumhänge. Da müssen wir dann erst gucken. Ja, auch hier gibt es Tierwerk. Ja, nicht so umfangreich wie in Guild Wars und alles. Aber auch hier kann man sich da einiges zusammenstellen. Hm? Wir sperren also auch das hier. Und müssen uns jetzt schon nur einen Namen aussuchen. Ich hatte mir mal Folgendes überlegt. Weil der Berninger für mich schon fast so ein bisschen einen nordischen Eindruck hat, habe ich mir auch da so etwas leicht nordisch klingendes ausgesucht. Ja. Mal gucken, ob der Name noch frei ist. Das ist hier schon eher immer ein Problem. Sigurd. Ja, ich glaube, das ist sogar ein richtig norwegischer Name oder in die Richtung. Ja, wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich Mist erzähle. Ich will ja hier keine Halbwahrheiten verbreiten. So, mal gucken. Aber ich denke, sowas in der Form ist wahrscheinlich schon vertreten. Dieser Name wird bereits verwendet. Damit habe ich gerechnet. Kein Problem. Ich habe sogar einen zweiten aufgeschrieben. Ist doch toll. So, und zwar war das... ich muss jetzt hier gucken. Ich habe es ein bisschen nach diesen Silben hier orientiert, was natürlich nicht so schlau ist, weil ich wette, all diese Silben hier sind schon zuhauf vertreten. Aber vielleicht haben wir Glück. Ja, das ist auch so etwas Schönes hier. Man kriegt immer so eine kleine Übersicht. Wie alle Berninger stammt ihr aus den Wäldern und Tälern des Anduin, die sich von den Ufern nahe des Karok bis zum hohen Pass im Nebelgebirge erstrecken. Ist auch so eine Sache, ne? Die Karte ist inzwischen weit, weit angewachsen. Das wird wieder ein langes LP. Hm? Da müsst ihr euch nichts vormachen. Das wird hier lange dauern, bis wir Max-Level sind. Und selbst da gibt es noch einiges zu erledigen. Wir werden also mal gucken, wie weit wir hier kommen werden. Ich hoffe doch bis zum Ende. So, Svantrid. Okay, ist ein bisschen viel mit TH. Svantrid. Naja, aber klingt doch eigentlich ganz melodisch. Svantrid. Hat doch was. Hat doch was. Und vor allem hoffe ich, dass es jetzt frei ist. Wenn nicht, wird das hier noch etwas länger dauern. Oh, Mist. Ihr verdammten Nachmacher. Na gut, Vormacher.
So. Jetzt würde ich vielleicht gerne mal meinen anderen Namen etwas abändern. Das wäre auch noch. Aber Sigrun wird natürlich auch schon vorhanden sein. Es ist ja nicht. Ja, es ist ja was anderes. Aber ich denke auch hier. Name wird bereits verwendet. Ja, was könnten wir denn noch? Ich möchte schon gerne auf diesem Wortstamm aufbauen. Ich guck mal noch, was ich noch anfügen könnte. Sigrun. Sigrun. Hild? Sigrunhild. Da ist ein Hild. Seht ihr es? Das ist eine Endung, oder? Ja, das ist eine Endung. Sigrunhild. Klingt jetzt schon etwas weit hergezogen, aber mein Gott, irgendwie müssen wir unseren Namen. Boah, das ist jetzt aber schon sehr, sehr, sehr nordisch, urnordisch. Sigrunhild. Ach hey, was soll's? Ja, wir haben's geschafft. Unsere Sigrunhild. Entschuldigt. Soll ich das echt so lassen, Sigrunhild? Ach komm, das hat doch Charakter. Das ist ein Name mit Charakter. Das muss man eigentlich auch nicht immer ganz ernst nehmen. Auf alle Fälle haben wir sie erstellt. Oh, ich finde, sie sieht doch ganz vernünftig aus. Jetzt weiß ich gar nicht, hätten wir die Körperform noch etwas. Ach gut, das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus. Ich meine, ganz. So eine Berninger wird ja auch nicht ein Gerippe sein. Das passt schon. Alles in Ordnung. Wir starten mal. Ja, dann müssen wir auch schon bald die Folge beenden. Auch hier möchte ich so im Bereich 20 Minuten bleiben. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. In den Tälern des Anduin leben die Kinder und Enkelkinder von Beorn ein einfaches und friedliches Leben. Doch schon bald müssen auch sie sich dem Schatten stellen, der ganz Mittelerde bedroht. Ja, hier sind wir also. Wo eigentlich genau? Täler des Anduin. Okay. Das ist ein Startgebiet, das ich noch nie betreten habe. Wirklich komplettes Neuland für mich. Pferde, Bäume, Gärten, viele, viele Blumen. Ja, sieht doch ganz idyllisch aus. Mit dem kleinen Teich hier. Eine Menge Infotext. Da ich das meiste schon kenne, werde ich es wegklicken, ohne vorzulesen. Ich lasse es aber immer kurz da. Dann könnt ihr lesen, wenn ihr mögt. Es sind meist ziemlich stupide Questtexte halt, die erklären, ne? Wie sich das eben so gehört für ein MMO. Auch hier wird man eigentlich recht gut also ans Spiel herangeführt. Es ist jetzt nicht so schrittweise und einfach wie bei Guild Wars zum Beispiel, aber es ist auch ordentlich und gut erklärt. Vielleicht mit ein bisschen wenig Hinweise, wo genau man was findet. Aber jeder, der schon mal ein MMO gespielt hat, oder auch der ein bisschen, ja, bisschen bereit ist, sich hier einzuarbeiten, wird sich damit zurechtfinden. Ja, wir machen unsere ersten Schritte. Der gute Starkist hier vorne. Also, ich denke, mit unserem nordischen Namen sind wir da schon ganz richtig. Sigrunhild, ja. Gefällt mir. Was haben wir hier noch? Wir haben einen Aufgabengegenstand erhalten. Die Bedingungen sind nicht erfüllt, was auch immer das heißen soll. Und ein Titel wurde uns gewährt. Mehrere Titel. Da ich ja schon diverse Erweiterungen gekauft habe und so. Sigrunhild der Täler. Das werde ich gleich mal aktivieren, damit man auch sieht, wo ich herkomme. Der Rest ist eh so ein bisschen. Muss nicht sein. Wir
gucken auch gleich mal in unser Inventar. Oh Mann, ich werde nach dieser Folge hier auch gleich mal das Ganze so einstellen, wie ich es kenne, wie ich es will. Und meine Güte, haben wir hier viel im Inventar. Ihr seht es, jede Menge Pakete. Hier haben wir noch einen Titel. Zierwerk, Rüstung, alles Mögliche. Wir haben hier auch einen EP-Verstärker. Ich ringe noch so ein bisschen mit mir, ob ich den ausrüsten soll oder nicht. Ich denke, wir werden das ausrüsten oder nicht. Wir gucken noch. Ich werde es auf alle Fälle mal behalten. Das bestimmt. Ich musste auch bei der Aufnahme, um da mal ein bisschen zum Allgemeinen zu kommen, ein wenig improvisieren. Schlichtweg, weil mein OBS sich geweigert hat, Lotro aufzunehmen mit einer Gameaufnahme. Ging nicht. Ich konnte den Client auswählen, aber da war nur ein Blackscreen. Also musste ich jetzt auf Fenster, auf, also Monitoraufnahme gehen. Fensteraufnahme hat ebenso wenig geklappt. Ja, und jetzt musste ich da halt so weitermachen. Aber es passt. Ich habe in der Probeaufnahme gesehen, es ruckelt nicht. Es ist eigentlich ganz anständig. Man sieht keinen Unterschied zu anderen Aufnahmen. So, und um sich jetzt noch ein wenig ums Spiel zu kümmern, gucken wir mal, was der uns zu sagen hat. Das Blut des Auch hier, ich Gesteinfeiners weiß nicht, soll ich strömt in vorlesen? Adern. Ich denke, ich werde die Hauptstory, sprich die epische Geschichte, vorlesen und den Rest einfach mal durchscrollen, damit ihr es lesen könnt, wenn ihr wollt. So, hier gibt es nämlich sehr viel zu lesen, mehr als in Guild Wars oder anderswo. Wie viele Nachmittage haben wir so verbracht, Sigrunhild? Sobald die Arbeit getan und unsere Aufgaben erledigt waren, haben wir jeden Tag auf Grimborns Teich gestarrt. Tief versunken in irgendwelche flüchtige Gedanken. Sterkis seufzt, wie er so oft getan hat, und kratzt sich abwesend. Schön. Ich finde die Questtexte echt schön gemacht. Da ist schon so ein bisschen, ja, Liebe mit dabei, immer noch. Ihr seid meine Schwester. Oh, das ist unser Bruder. Okay. Ihr seid meine Schwester, Sigrunhild. Und wir haben. Dass er mich dann so nennt. Na gut. Und wir haben keine Geheimnisse voreinander. Okay. Ist das alles, was wir erwarten können dürfen? Das Blut des Gestaltenwandlers fließt in unseren Adern. Wir müssen durch doch zu großen Taten bestimmt sein. Als dieses hier. Als diesen hier. Na gut. Ihr merkt's. Ich überlege mir das mit dem Vorlesen nochmal. Das ist ja unerträglich, wenn ihr mir zuhören müsst. Wir setzen auf alle Fälle mal fort. Oh, jetzt kommt noch ein kleiner Dialog. Diese Folge wird also etwas länger dauern. Ich störe euch nicht beim Lesen. Entschuldigung. So. Ziehen Sie sich zurück ohne uns. Na, klasse. Was glaubt ihr, führt der Zauberer wohl hierher, Sigrunhild? Ja. Das werden wir erst in der nächsten Folge erwarten. Und übrigens, wenn ihr hier Vertonung erwartet habt, ihr seht's, ist nicht so. Lesen ist hier angesagt. Ich stelle jetzt noch alles ein und dann nehme ich die nächste Folge auf. Wünsche euch bis dahin aber einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.